Outfit bei weiß ich nicht wie viel Grad und was für Luftfeuchtigkeit. Ja, und mit meinem 30 Kilo Koffer. Aber bin gleich da. Sorry, dass das Ganze hier gerade so messy startet. Eigentlich wollte ich mich ganz entspannt jetzt vom Zimmer bei euch melden und meinen Vlog beginnen. Aber mein Zimmer ist erst um 14 Uhr ready und dann jetzt 9:15 Uhr morgens. In Deutschland ist jetzt gerade irgendwann mitten in der Nacht. Ich habe in meinem Flug eine Stunde geschlafen. Dann wurde ich geweckt, weil es Frühstück gab. Also wir sind um 6:15 Uhr gelandet. Ja, ich bin in Bangkok. Es ist super heiß. Ich konnte gerade in meiner Unterkunft, geht super easy vom Flughafen zur Unterkunft. Darauf habe ich halt geachtet, weil ich bin hier nur eine Nacht. Ich fliege morgen dann weiter nach Sydney. Und ja, konnte da gerade kurz Sachen wechseln. Und jetzt laufe ich mal. Ich weiß noch nicht wohin. Wie wohl sie? Ich habe absolut keine Ahnung, wo genau in Bangkok ich eigentlich bin. Also ich habe mir da vorhin gar nichts angeschaut, was so verschiedene Ortsteile oder sowas angeht. Dementsprechend laufe ich gerade einfach so ins Nichts. In einem Café habe tatsächlich eine Stunde gearbeitet. Ich habe noch ein Reel geschnitten und ich war eh so, ich musste erstmal mein Handy laden, sonst finde ich mich ja nicht zurecht. Also ich hatte nur noch, keine Ahnung, 20% Akku oder so. Und das ist nicht so smart, wenn man in einer fremden Stadt ist, mit 20% Akku durch die Gegend zu rennen. Genau deswegen, ich hatte eh hier hinten meinen Laptop drin. Den Rest habe ich ja schon in der Unterkunft. Jetzt mache ich mich gerade auf den Weg in ein anderes Café. Das ist gar nicht so weit weg, weil ich will dann schon erstmal noch einchecken um 14 Uhr, bevor ich dann irgendwie noch ein bisschen weiter in die Stadt reinlaufe. Begossener Pudel. Und ich bin jetzt dann auch mal eingecheckt. Naja, ihr bekommt kurz eine Roomtour hier. Ich bin hier eh nur für eine Nacht. Dafür absolut mehr als ausreichend. Also, was soll ich sagen? Kleiderschrank, Mikrowelle, Kühlschrank. Man merkt so langsam meinen Schlafmangel. Sogar hier ein kleiner Balkon. Nicht so die beste View, aber das hat man in dieser hier, glaube ich, generell nicht so. Also hier und in der Umgebung ist halt nichts, da sind halt nur Häuser außenrum. Ein riesiges Bett, also das ist wirklich, da passe ich 10-mal rein. Dann, was hier? Ich weiß nicht, hier kann man halt Zeug lagern. Und Badezimmer. Also vor allem super, super sauber, preislich voll okay. Es gibt sogar einen Pool und einen Gym, aber ich glaube, das werde ich eh nicht nutzen, weil ich bin hier, wie gesagt, eh nicht so lang. Yes, jetzt ruhe ich mich mal kurz aus, ziehe mir was Sauberes an, mache mich fresh. Ich muss mal duschen, weil dieser 10-Stunden-Flug, der hängt mir noch in den Knochen. Also ja, wir sehen uns später. Hat aufgehört zu regnen, by the way. Da ist der Pool. Und ich gehe jetzt nochmal in die City. Ich habe ewig nichts zum Abendessen gefunden, weil ihr wisst, ich bin picky. Noch dazu ernähre ich mich vegetarisch, also beziehungsweise pesketarisch. Ich esse ja zumindest Fisch, was es auf Reisen häufig leichter macht. Aber gerade hier bei so Streetfood-Stuff ist halt super viel mit Fleisch. Jetzt sind es 2 so Packungen von solchen Sommerrollen hier geworden. Good morning. Ich bin schon unterwegs, ich bin ausgecheckt. Wir haben inzwischen aber auch schon... Warum sehe ich so komisch aus? Ich habe die Kamera einen Weichfilter aufgelegt. Mein Koffer und mein Rucksack aber wieder im Hotel noch gelassen. Das geht zum Glück, weil sonst wäre es mega nervig, weil ich ja erst heute Nacht fliegen werde.
Und jetzt gehe ich nochmal nach Bangkok rein, also diesmal in Richtung Altstadt. Ich habe einen Honey Oat Latte geholt. Schmeckt ganz geil, aber ist echt sehr süß. Ich dachte, ich probiere mal was anderes und wie gesagt, ist ganz geil. Ich habe aber extra auch schon dazu gesagt, less sweet. Will ich wissen, wie es dann normal wäre. Es ist offiziell erlaubt, mich eine Basic Bitch zu nennen. Zustande gebracht, in Bangkok bei Oakberry zu landen. Da war ich ja schon, ich glaube, in Barcelona, Lissabon auf jeden Fall. Ja, happy me. Das ist die große Bowl mit Peanut Butter, Granola ist da irgendwo auch noch drin und Beeren. Oh mein Gott. Bondi. Ich sag's euch, ich bin so fertig. Ich bin gerade in meinem Zimmer, also schon im Airbnb eingecheckt. Sachen am Ausräumen. Ich hab schon geduscht. Ich hab mich ein bisschen fresh gemacht. Der Flug, boah, ich sag's euch, das war nix. 10 Stunden in so einem kleinen Flieger. Mein Kopf dröhnt immer noch davon. Dann bin ich vom Flughafen mit Metro und Bus hierher gekommen. Also ich bin wirklich sehr zentral in Bondi. Ich glaube, ich brauche 10 Minuten oder so zum Strand zu laufen. Und eine Sache, die sich geändert hat, man hat früher diese Opal Cards, heißen die, glaube ich, also für Metro und Bus hat man sich kaufen müssen, da dann Guthaben draufladen. Und jetzt geht es inzwischen mit der Karte direkt, mit der Kreditkarte. Ich weiß noch nicht, ob das noch Gebühren drauf sich zieht, muss ich mal schauen. Aber ja, jetzt für die Hinfahrt war es sehr praktisch, dass ich mir da vorher nichts extra kaufen musste. Dann gehe ich jetzt aber erstmal Lebensmittel einkaufen. Ich brauche was fürs Abendessen. Und wir haben inzwischen nämlich schon, wie viel haben wir? 18 Uhr. Ich zeige euch mal schnell, was ich so gekauft habe. Das hier ist jetzt alles Aldi und zwar einmal Tiefkühlgemüse, also quasi eigentlich wieder heim. Habe ich eingekauft. Tiefkühlgemüse, Gurke, Paprika, dann diesen Joghurt hier, den hätte ich mir daheim nicht gekauft, weil, also hier hatten die zum einen keinen Sojajoghurt, daheim esse ich ja eigentlich nur Sojajoghurt. Irgendwie dachte ich mir, okay, komm, kann ich probieren. Ich glaube, den gibt es sogar auch in Deutschland. Ich ärgere mich im Nachhinein, warum ich nicht einfach einen stinknormalen Joghurt genommen habe, weil ich habe eh Proteinpulver daheim, ist mir aufgefallen. Also ich habe mitgenommen, veganes Proteinpulver. Das ist jetzt ein bisschen unnötig und hat halt, glaube ich, auch irgendwie $7 oder so gekostet. Naja, Beeren zweimal, also einmal Mixed, einmal Blueberries, Karotte, Hummus, Tomate und diese Barista-Mandelmilch, denn hier neben mir steht eine Siebträgermaschine, die mir hoffentlich noch gezeigt wird, wie man sie bedient, weil das wäre irgendwie sehr nice, wenn ich das dann kann. 34,45 muss man aber auch nochmal umrechnen von, also es ist nochmal ein bisschen weniger in Euro tatsächlich dann. Aber trotzdem, dann machen wir weiter mit Woolworth. Hier habe ich fast genauso viel gezahlt. Ihr seht, es ist deutlich weniger, aber es sind natürlich ein paar fanciere Sachen. Erdbeeren, die waren tatsächlich im Angebot, genauso wie das hier. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das ist wie so Halo Top. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Es gab eine Phase, da gab es Halo Top in Deutschland. Irgendwie habe ich es seitdem nie mehr gesehen. Weil Silky Salted Caramel gab verschiedene Sorten. Ich habe mich hierfür entschieden, weil es im Angebot war. Es gab auch noch Ben & Jerry's, die ich noch nicht kenne. Ja, also ich habe ja noch eine Weile in Australien, also noch eine Weile hier auszuprobieren. Essen und euch dann natürlich auch mitnehmen. Dann habe ich hier hinten so Cracker. Dann habe ich mir für den Heimweg gerade hier dieses Sprite geholt. Lemon Zero. Habe ich irgendwie angesprochen. Da stand ich wirklich ungelogen 20 Minuten vor dem Regal, weil da gab es so geile healthier Treats und
Die hier sahen richtig geil aus. Ich blende euch bestimmt auch ein. Die Verpackung allein schon. Boah, ich hätte am liebsten alles mitgenommen. Ich habe erstmal hier mich für drei, also mich auf drei beschränkt. Mit hier einmal Peanut Butter Jelly. Dann hier weiße Schokolade, bis die liebe ich eh, mit Salted Caramel und hier so neapolitanisch. Also hierfür, für den Einkauf, waren es jetzt 26,70 das und wie gesagt, das hier 34. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall gleich die Cracker mit dem Hummus machen, habe ich ultra Bock drauf. Es bleibt nicht dabei, habe hier noch einige Crackers übrig, aber ich habe gerade keinen größeren Teller gefunden und ich habe die Gurke versucht zu schneiden mit dem Messer. Ich habe nur ein Messer hier gefunden und es ist so kläglich gescheitert, dass ich die Karotten jetzt gar nicht erst schneiden werde. Und ich mache auch nicht bei sowas übrigens die Schale ab. Ich esse eigentlich immer mit Schale. Boah, ihr könnt nicht glauben, wie geil es gerade ist, frisches Gemüse zu essen. Im Flugzeug gibt es ja auch nichts Freshes. Also ich hatte heute irgendwie so ein, was war das, Reis mit Ei. Okay, ich starte direkt mal mit dem Taste-Testen. Peanut Butter Jelly. Das sind, by the way, die Zutaten. War da Kokos drin? Ja, okay. Erste Zutat, Kokos. Und ich mag das nicht so gerne. Bin nicht so der krasse Kokos-Fan. Ich will das hier für euch so geil aufmachen, aber fettig meine Finger davon sind. I'm sorry. Ist jetzt nicht so aesthetic, aber irgendwie auch nicht so geil. Oh Mann, das sah viel geiler aus. Jetzt muss ich die anderen noch probieren, ob die vielleicht besser sind. Next one ist dieses Salted Caramel mit weißer Schoki. Und das war richtig dumm von mir, weil die sind tatsächlich alle mit Kokos. Okay, also das schmeckt schon mal deutlich geiler. Ey, meine Finger sind so fettig davon. Also es schmeckt überhaupt nicht so fettig, wie es hier gerade aussieht. Das ist ja schlimm. Ja, aber die Schicht hier, die ist zwischendrin. Es hat irgendwie was von Kuchenteig, finde ich. Last one. Also das hier und diese andere White Sorte gefallen mir deutlich besser als dieses Peanut Butter am Anfang, weil da habe ich irgendwie nur Kokos geschmeckt. Aber das hier ist ganz geil. Nur, wie gesagt, was mich ein bisschen stört, ist das. Dann doch noch das vegane Halo Top hier geholt. In einem anderen Supermarkt nochmal. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er hieß. Jedenfalls war das dort im Angebot. Das ist echt sehr, sehr lecker. Man hat hier noch so einen Haselnuss-Swirl so ab und zu mal drin. Also so wie so Nougat-mäßig schmeckt das. Schmeckt null, dass es vegan ist. Also schmeckt jetzt nicht irgendwie schlechter als andere Halo Top Sorten, die ich so aus Deutschland schon kenne. Hello, wir haben Dienstag. Nein, heute ist Donnerstag. Donnerstag. Inzwischen auch schon 16 Uhr. Meine Haare sehen immer noch so aus, weil ich sie noch nicht gewaschen habe, to be honest, seit einer Woche jetzt. Also ich wasche meine Haare meistens nur einmal die Woche, aber das geht eigentlich echt nicht mehr klar. Ich will nur heute eigentlich noch ins Gym und es regnet draußen. Glück gehabt, dass ich heute Morgen schon für einen kleinen Morningwalk draußen war. Dann war ich in einem Café, habe ein bisschen was gearbeitet am Laptop. Ich werde euch sowieso auch alles immer verlinken, beziehungsweise mache auf Instagram. Habe ich schon für verschiedene Städte auch so Guides, also zum Beispiel für Barcelona, Lissabon, Madrid, wo ich ja letztes Jahr war. Und da habe ich auch die Vlogs gemacht, aber ich habe halt auf Instagram dann auch immer so Guides erstellt, in denen ihr, in denen ich halt all meine Foodspots oder so Unternehmungen und sowas alles abgespeichert habe und wo dann in dem Posting auch nochmal in den Kommentaren von meiner Community voll viele Tipps sind. Fühlt euch da auch sehr gerne eingeladen, irgendwas zu ergänzen. Also wenn ihr irgendwie jetzt einen Guide seht von einem Ort, wo ihr schon mal wart, dann ergänzt da auch voll gerne irgendwie, falls ihr noch Empfehlungen habt. Werde ich für Sydney auf jeden Fall auch machen. Habe ich für Bangkok jetzt übrigens auch schon gemacht, by the way. Stimmt, ihr seid ja im Bangkok-Vlog noch mit drin, fällt mir gerade auf. Das heißt, ja, ihr werdet auf jeden Fall schon einen Bangkok-Guide auf meinem Instagram finden.
in denen ja, Empfehlungen abgespeichert sind und wie gesagt in den Kommentaren nochmal, was von meiner Community mit drin ist. Genau, das heißt, da werde ich dann sowieso auch nochmal die Cafés und was alles euch auflisten. Das heißt, ihr müsst hier nicht in meine Vlogs irgendwie mitschreiben oder so. Ich mache den Job für euch eh schon. Ja, und ich warte gerade, by the way, bis diese Kaffeemaschine ready ist. Also ich habe sie mir zeigen lassen, wie das alles hier funktioniert. Ich mache es jetzt nur gleich zum ersten Mal selber. Bin gespannt, was das wird. Genau, ich war aber noch gar nicht fertig mit erzählen. Ich war heute Morgen Kaffee, ja, Bag hierher, noch hier ein bisschen was am Laptop gemacht und dann bin ich zum Lunchdate getroffen mit einem Girl, richtig funny. Kaya heißt sie, ich habe sie damals auf einem TVO-Shooting kennengelernt und sie studiert jetzt gerade hier. Ja, richtig, richtig cool. War richtig schön, also ich hatte eine Acai-Bowl jetzt, finally. Ich habe mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, hier eine Acai-Bowl zu essen. Ich werde, das wird auch nicht meine letzte gewesen sein, die ihr in meinen Vlogs sehen werdet, das kann ich euch versprechen. War auf jeden Fall sehr gut. The Bear Naked Boats oder so heißt das, glaube ich. Genau, kann ich empfehlen auf jeden Fall schon mal. Und dann hat es extrem angefangen draußen zu schütten, tut es auch immer noch. Und in Deutschland hat gestern die Sonne geschienen. Ich meine, ich kann mich trotzdem nicht beschweren, weil ich laufe hier trotzdem die ganze Zeit in kurzer Hose und sowas rum. Es ist trotzdem warm draußen, aber ich hatte eigentlich Bock auf Sonne. Naja, ja, jetzt wollte ich mir einen Kaffee machen. Und mich wieder an den Laptop setzen. Ein bisschen was to do noch. Und dann gibt es später, glaube ich, ins Gym. Falls ich da trocken hinkomme. Ich muss mal schauen. Weil es hat auch richtig, richtig doll gewittert vorhin. Ja, gestern, habe ich euch gestern eigentlich überhaupt mitgenommen? Ich weiß gar nicht. Gestern war ich auf jeden Fall auch schon im Gym. Ich habe so ein 7-Tage-Probetrainings-Ding machen können. Das ist einfach ein Fitness First, wo man hier so ein Probetraining, also so eine Probewoche machen kann, finde ich saugeil. Das lohnt sich halt voll für mich. Generell, dieses Gym hat auch eine richtig geile Sicht. Einfach, also man sieht die Harbour Bridge. Und halt auch im Gym die Leute. Krank, wirklich krank. Also selten so viele Hammer-Bodies auf einen Haufen gesehen. Ich sag's euch wirklich, wie es ist. Also richtig crazy. Naja, genau, das so ein bisschen dazu. Ich mache mir jetzt meinen Coffee. Übrigens, das Paar, bei dem ich hier wohne, die sind auch, also der Dude ist gerade eben ins Gym gefahren. Sie ist, glaube ich, heute Morgen irgendwie auch. Hier stehen auch irgendwo immer so Shaker rum und so. Also, die sind auch into Fitness. Ihr seht gerade irgendwie gar nichts. So. Ich glaube, man muss das sauber machen außenrum. Hier rein. Das sieht schon mal gut aus. Eine Tasse. Sollte man vielleicht drunter stellen, Rahel? So. Und dann. Also Kaffee hat schon mal geklappt. Ich glaube ehrlich gesagt, aber dass tatsächlich der Milchschaum der kritischere Part wird. Schaut mal her, das ist doch Milchschaum. Ich bin ein bisschen proud. Inzwischen schon 10:30 Uhr. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt hatte. Habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen zum Testen. Das ist auch so ein Low-Calorie-Eis. Und das ist sehr, sehr lecker. Also kann ich echt empfehlen. Da gibt es auch noch andere Sorten. Ich denke, die werde ich auch noch probieren. Ich muss euch hier ja ausreichend Feedback geben können. Aber das hier ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Bringt euch jetzt natürlich nur was, wenn ihr in Australien seid. I'm sorry.